So, hallo und moin, mein lieben Blogger. Ich habe heute zwei Soßen im Test. Ich habe das Video von Max geguckt, also von Adlershorn, der verschiedene Soßen von Amazon getestet hat, die sehr scharf sind. Und dabei sind zwei bei rausgekommen, die am allerschärfsten sind davon. Und die beiden habe ich mir jetzt einfach mal bestellt. Das ist einmal die Pica Pica Hot Carolina. Und dann noch die schärfste sein soll, die ist Scovillas Scorpion Sting. So, und die werde ich jetzt mal probieren. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe keine Frikadellen. Ich habe mir Pelmeni gemacht, russische Pelmeni mit Käse und Hähnchen dazu. Also 200 Gramm Pelmeni, 100 Gramm Käse, 125 Gramm Hähnchen. Ungefähr so. Ich glaube, ein bisschen, oder 220 Gramm Pelmeni. Sind sehr nice. Da will ich dann die Soße drauf machen. Ich probiere es mal so. Ich habe übrigens beim Kochen aus Versehen schon ein bisschen Chili dran gemacht, weil ich das immer mache. Ich bin gespannt, wie scharf die Soßen wirklich sind. Das soll die schärfste sein. Die hat hier Heat Level 6 Sterne. Ich bin echt gespannt, was das für eine Schärfe ist, ob mich das komplett umhaut. Ob das wirklich so eine richtig krasse Schärfe ist, wo man wirklich nachtrinken muss, oder ob es einfach nur scharf ist. Ich probiere jetzt erstmal die Pica Pica. Ich bin echt gespannt. Und ich habe nichts zum Nachtrinken. Ich habe keine Milch oder so. Und ich habe auch kein Brot zum Nachessen, wenn dann halt diese Teile hier. Manche würden es mutig nennen. Ich würde es dumm nennen. So, ich bin gespannt. Ja, ich habe überlegt, ob ich die schon vorher öffne, aber dann sagen wieder einige, ja, es ist fake oder sowas oder ach, keine Ahnung. Dann dachte ich mir, ich öffne die einfach so. Gut. Jetzt habe ich hier, und nee, das ist kein Pelmeni. Nehme ich einfach mal hier so ein Pelmeni. Alter, ich mache erstmal wenig. Ich mache wenig. Ich habe keinen Bock. Ich schüttel mal, Moment. Ich habe das Gefühl, die muss man vorher schütteln. Glaube ja. So. Und hiermit erstmal wenig. Na, seht ihr das? Na, so wenig ist es gar nicht. Ich bin gespannt, ob mich das jetzt richtig aus den Federn haut oder nicht. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut aushalte. Erstmal Geruchstest. Es riecht nach, ich würde sagen, nach grüner Peperoni. Naja. Bis jetzt eine sehr geile Schärfe und ein sehr geiler Geschmack. Sehr geiler Geschmack. Sehr geile Schärfe. Sehr geiler Geschmack. Oh, jetzt brennt's. Brennt ein bisschen, aber nicht unangenehm. Kein bisschen unangenehm. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch schlimmer wird. Das ist richtig geil, die Soße. Die ist richtig geil. Alter, die schmeckt richtig gut und ist scharf. Und so eine angenehme Schärfe, so eine warme Schärfe. Nicht so eine Abfuckschärfe. Es gibt auch so Soßen, die sind einfach richtig scharf und schmecken nach Scheiße. Aber die ist wirklich. Oh, Alter. Vielleicht noch einen. Ich glaube, ich esse noch einen mit ein bisschen mehr. Mit ein bisschen mehr hier. So, denke ich mal. Jetzt habe ich ein bisschen mehr genommen. Schon schärfer. Ballert schon mehr. Ballert schon mehr. Hier ist auch noch was drauf getroffen, das esse ich jetzt noch mit. Es ist auch heiß. Ich glaube, diese Hitze, die erhöht noch mal so ein bisschen die Schärfe. Aber es ist geil, es ist wirklich angenehm. Also ist wirklich angenehm. So, das soll die schärfste sein. Ich bin gespannt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, was der Fall ist, wenn man jetzt mehrere von diesen Soßen probiert. Das habe ich jetzt beim zweiten Mal auch gemerkt. Ich habe
Ich glaube, dass die Schärfe sich so ein bisschen steigert, umso mehr man isst. So beim ersten ist es, glaube ich, noch mehr okay. Da ballert die Schärfe noch nicht so rein. Und jetzt, wenn man noch mal was drauf und noch was drauf, dann wird es wahrscheinlich übler. So, ich werde jetzt ein bisschen neutralisieren. Jetzt so ein bisschen Hähnchen. Boah, das ist geil. Noch ein Hähnchenstück. Auf jeden Fall gut für die Gains das Essen. Ich weiß nicht, wie viel Protein das hat, aber sehr viel. So, jetzt bin ich gespannt auf die Soße, weil die soll richtig ballern und die soll wehtun. Also bei der hat es eben hat's noch nicht wehgetan. Das ist eher so ein angenehmes, starkes Brennen im gesamten Mundbereich. Und ja, jetzt tue ich mal hier dieses Ding. Uiuiui, jetzt habe ich schon, ja, jetzt habe ich schon einiges drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Uiuiui. Ist einiges drauf. Bin ich ein bisschen aufgeregt. Scovilla Hot Gourmet Scorpions Ding. Geruch. Die riecht ein bisschen böser. Auf jeden Fall mehr. Die riecht eher nach roten Chili, würde ich sagen, oder nach braunen Chili. Komisch zu sagen, also keine Ahnung. Die schmeckt nach Habanero, glaube ich. Die schmeckt auch ein bisschen so, wie sie riecht. Auf jeden Fall so ein bisschen so wie grüne Paprika, so ein bisschen. Oh ja, die ballert. Die ballert ein bisschen mehr. Die hat ein richtig. Jetzt weiß ich, warum die Scorpions Ding heißt. Aber die tut weh so ein bisschen. Die tut wirklich so ein bisschen weh. Hier auf der Zunge. Ballert rein. Aber jetzt nicht so ultra schlimm. Also, das kann man noch essen. Na komm, machen wir noch eine Ladung. Oh, jetzt habe ich viel genommen. Ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, nicht schärfer als diese Extra. Es gibt ja diese Nudeln, diese Extreme Hot Nudeln. Und ich glaube, die Extreme Hot Nudeln sind tatsächlich schärfer. Oder es ist einfach wegen der Menge. Ich glaube, wenn ich jetzt hier diese ganze Schale essen müsste mit dieser scharfen Soße hier, was wäre härter als diese Hot Nudeln? Aber es geht. Die ist auf jeden Fall schärfer. Also, die ist auf jeden Fall schärfer. Machen wir uns nichts vor. Die ist wirklich angenehm. Also, das wird, glaube ich, auch meine Lieblings-Chili-Soße werden. Die kann man angenehm irgendwo zuessen. Die ballert nicht so unangenehm. Die, ihr seht, Augen tränen so ein bisschen, Nase fängt an zu laufen. Aber auch noch geil. Nicht in einem Bereich, wo ich sagen würde, so, oh, das ist jetzt richtig krank. Was fuckt einen übelst ab? Geil. Das ballert, Alter. Wenn ihr eine Erkältung habt, einfach das. Ja, Scorpions Ding ballert. Auch hinten raus. Hinten raus ballert die echt gut. Die ist konstant geblieben hinten raus. Aber Scorpions Ding, obwohl ich habe ja gerade nochmal nachgelegt, ne? Die ballert auf jeden Fall. Naja, ich hätte es schlimmer erwartet, aber es sind auch handelsübrige, übliche Soßen, irgendwer musste ja essen und ja, das kann auch nicht so ganz krank übertrieben sein. Gut, ich glaube, wir sind durch.
Ich hoffe, mir hat das Video gefallen und dann lade ich es hoch. Und wenn ihr Ideen habt, was ich noch machen soll, ich mache gerade ziemlich viele Videos und habe Bock. Ja, ich weiß, ich muss noch das Fitness-Update raushauen und das Haar-Update, das kommt diesmal nur in 8,5 Monate-Update. Aber die kommen noch, die Sachen, die kommen. Da brauche ich irgendwie, da muss ich das, muss ich tagsüber machen, wo ich gutes Licht habe und so. Muss auch Bock drauf haben. Gut, bis dann und abgefloppt.